Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun und heute die entspannte Runde am Sonntag. Für alle, die neu sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Und wie immer, ungeschnitten, ungefiltert. Dann schauen wir doch mal, was machen wir heute. Oh, das Pferd fotografiert, habe ich dir gut Hirsche gehäutet, das... Klingt erstmal nicht so schwer. Spielerwerte durch Tonika verbessert. Tiere auf dem Pferd verstaut. Okay. Mein ungeliebter Kopfgeldjäger. Steckbriefe von New Austin abgeliefert. Mit Bolas zu Fall gebracht. Und Kopfgeld mit... Oh, könnte man mal schaffen, ne? Aha. Den Kadaver oder die Haut eines tödlichen Raubtiers gespendet. Lagereintöpfe gegessen. Mittelgroße Tierkadaver. Ist alles machbar. Oh. Ja gut, ist Frühschoppenzeit, ne? Schnäpschen trinken, Münzen finden, Sammlerstücke von so ein paar Kollegen plündern. Und hier, okay, das wird dann schwierig. Ja, das rausfahren, das kriegen wir hin. Da höre ich doch schon ein paar Wölfe. So, was im Wildnislager? Pheromone und Zähigkeitstonika. Ja, dann. Wo sind die Wölfe? Da. Höre ich sie doch schon. Da. Ist ja nur eins. Nur eins. Nur ein Wolf. Ich brauche doch mehr davon. Mann, 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 Mann. Da wollte ich so schön abstauben, ne? So, haben wir schon mal was verstaut. Das war falsch. Da sollte ich ihn pflastern. Denn wir sollen ja auch mittelgroße Tierkadaver spinnen. Sammeln wir die doch schon mal ein hier. Der ist sogar perfekt. Jetzt gucken wir erstmal, wie viel Platz wir da bei dem Kollegen haben. Und sonst reisen wir gleich erstmal in eine kalte Ecke, um das Zähigkeitstonikum nehmen zu können. Da wäre ich noch ein Waschbär, meine Güte. Wir haben sogar Platz hier. Docs are looking good. Okay, then. No comment. I'll take whatever I can get. Und einen haben wir in der Hand. Das schon mal erledigt. Oh, ich habe den Hund noch nicht gestreichelt. Ja, das geht doch nicht. Das mache ich doch sonst immer. Jetzt will er nicht. So. Dann düsen wir mal eben in eine kalte Ecke. Oh. Für eine Handvoll Dollar. So, ich habe mir auch nochmal einen Kaffee dabei geholt. Damit ich nicht ganz so müde rüberkomme. Dann ziehen wir uns mal eben was Normales an. Ich hatte gehofft, dass hier so ein legendäres Tierchen ist. Da friert er schon. Na gut. Da ist es. Dann haben wir das erledigt und dann können wir uns schon mal irgendwas reinziehen. Hier so ein Whisky. Dann haben wir schon mal eine Aufgabe erledigt. Aber wo wir gerade hier sind, prüfen wir natürlich
ob hier irgendwo was liegt. Ja, und wenn ich es schaffe, müsste ich heute unbedingt mit Arthur noch eine Runde weiterspielen. Aha! Mal, wenn ich schon mal eine Tarotkarte mitnehme. Und dann machen wir uns mal eben eine Markierung auf der Karte. Oh, ich würde sagen, wir gucken mal hier, ob hier ein legendärer Bison ist. Und manchmal laufen ja hier Hirsche rum. Das ist keiner. Was? Was? Da ist ein Wolf. Da. Die brauchen wir doch. Wer kommt ran hier? Flüchten die? Das machen die ja sonst nie. So. Dann machen wir es jetzt anders. Ich kann euch gleich sagen, warum. Also, erstens dauert mir die Animation, dem Wolf das Fell über die Ohren zu ziehen, zu lange. Abgesehen davon sollen wir sowieso Tiere auf dem Pferd verstauen. Und wenn man das so macht, dann sollte das gleich schneller gehen. Da ist es nämlich schon passiert. Zack, die Raumpferd verstaut, ne? Gleicher Trick. Oh, minus 18. Ja, das ist eine Hausnummer. Weiter geht's. Dann haben wir nämlich schon mal die Felle der tödlichen Raubtiere dabei. Oh, 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 da ist der Hirsch. Aha. Das war falsch. Ihr merkt, ich bin doch noch nicht ganz wach. Aber was soll's. Oh, das war auch knapp. Ich mag die Landschaft ja. Na, abgesehen von den Heizkosten freue ich mich auch wieder auf den Winter. So, hier liegt leider nichts. Oh. Oh, 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 oh. Da ist eine gesuchte Person. Wo ist sie? Ah, nee, das ist immer eine Riesenballerei. Da habe ich jetzt noch keine Lust zu. Oh, wir müssen sowieso gleich zurück ins Lager. Dass der Kollege gleich weiterarbeiten kann. Was war das? Ein Weißwedel hier, Spock. Gut, die Waffe ist schlecht, aber... Kommt ja gar nicht auf den Zustand an.
sondern darum, die Tierchen zu häuten. Tja, kein Bison zu sehen, aber ich glaube, das Wetter ist auch zu gut, ne? Das ist ja irgendwie, glaube ich, eher bei diesigem Wetter oder so. Dann, ja, ist das so. Schon mal so angeschmiert, ne? Oh, genau, da ist dasselbige passiert. Da gibt es hier jetzt eine Pfeilspitze. Ja, komm, bleib liegen. Und wir können nochmal hier ein Weißwedel, keine Ahnung, ich habe es wieder nicht richtig gelesen. Hier, es ist ja gar kein Hirsch. Weißwedel, Dingsbock hier. Ist ja gar kein Bock. So, ein Weißwedelhirsch ist es, aber kein Bock. Also, entschuldigt, ich bin wirklich noch nicht richtig wach. Obwohl ich schon eine Waschmaschine angeschmissen habe. Gut, dafür muss man nicht wach sein. Ah, ja, 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 das war irgendwo da oben, meine ich. Aber wie war das? Das gibt's doch nicht. So, hier. Ich zeige euch das nochmal eben. Da ist es. Exakt dort. Richtig nervig. Ah, Moment mal. Eine Chance haben wir noch. Da könnte ein Elk sein. ...18 Grad Regen. Das ist eigentlich, ne? 10 Grad Regen nur noch. Das ist eigentlich das Wetter für den legendären Bison. Aber jetzt ganz ehrlich, jetzt wird die Waffe erstmal hier geputzt. Das geht so nicht. So können wir nicht arbeiten. Und wir ziehen uns mal warm an. Sonst friere ich hier. Also ich, ne? Nicht das Figürchen hier. Der war kalt vom Zusehen. Da haben wir doch das, was wir auch noch brauchen. Mein Gott. Und dann nehmen wir jetzt erstmal hier den Wolf darunter. Abgesehen davon, dass er schäbig aussieht, ne? Wollte ich nichts mit anfangen. So, wollen wir mal. Ah, da. Was haben wir denn da? Okay.
Ja, also mit den legendären Tieren habe ich aber heute kein Glück, ne? Ah. Soll der mittlere Tierkadaver mitbringen, ne? Nein, nicht heute. Ah. Ah. Das war ziemlich dämlich. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee. Und da seht ihr es wieder. Es wird nichts geschönt. Nichts geschnitten. Direkt drauf los. Und Sonne. Ah, wo ich gerade die Stiefel sehe, ich muss meine heute mal putzen. So, dann sollte ich das Pferd fotografieren, ne? Machen wir auch mal eben. Foto muss nicht schön sein, muss nur da sein, ne? Ja, ich reite ja gerne wirklich durch die Gegend. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Da brauchen wir das Fell. Da geht's. Jetzt noch so ein Hasen oder sowas. Oh nein, 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 nein. Ausgerechnet hier. Tja. Das hilft nichts, ne? Wir sollen ja Leute plündern. Komm, machen wir so. Am Anfang kann man erstmal reinhalten, finde ich, oder? Da laufen einem noch genug einfach direkt vor die Knarre. Der ist noch fit, glaube ich. Habe ich die richtige getroffen? Oh, das wollte ich nicht. Das kann man nämlich nicht mehr plündern. So, viele können es ja nicht mehr sein. Straßensperre geräumt. Jetzt können wir lustig plündern. Und hoffen, dass sie was dabei haben. Ja, das mit dem Feuer ist jetzt dumm gelaufen. Weil wenn die auch gekokelt haben, haben die, dann hat sich die Sache erledigt. Dass sie so gar nichts dabei haben. Ärgerlich. Absolut ärgerlich. Nun gut. Dann ist es so. Oh, hier war irgendwas mit Habichten, ne? Sollte ich plündern. Was fliegt denn hier? Okay, nur Krähen und so.
Raben und Krähen, da können wir nichts mit anfangen. Nee, 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 das... Sag mal... Ich brauche das Ding hier. So, schwarzgebrannter fertig, ne? Kann er ja auch mal ein Türchen fahren. Tja. Was hier so gar nichts ist. Nö. Gut, dann treten wir die Heimreise an. Nochmal, treten wir die Heimreise an. Kein freier Lagerplatz. Aha. Doch da, also weiß ich nicht. Adler, Bussard, keine Ahnung, was war das? Ich habe ihn nur gehört. Kann ich wohl nicht auch schnell reisen? Nö. Das gibt's doch nicht. Mann. Das muss doch von irgendwo muss das so gehen hier. Was haben wir denn da? Ach, das ist doch nur ein kleines Vögelchen, ne? Ja. Auch so ein Bussard oder sowas. Gibt Schnabeltaucher, Pazifiktaucher, aber auch da auch kein Mensch. Kleine Vögel satt, aber nie das, was ich brauche. So, jetzt aber. Das kann nicht wahr sein. Wenigstens das. Hat geklappt. So. Endlich. So, jetzt kriegt er auch erstmal einen Kaffee. Vielleicht hilft das. Dann soll ich ja ein bisschen was im Wildnislager machen. Machen wir jetzt mal. Das werden wir nicht essen. Da muss ich irgendwann noch mal wieder Kräuter sammeln. Und dann muss ich gleich im echten Leben auch wirklich kochen. Sonst zu gebrauchen. Magenbitter. Kommt da alles rein. Salbei. Ach, da kommen diese Schneeglöckchen rein. Ja.
Sowieso die Spielerwerte durch Tonika verbessern, ne? So. Lagern wir das mal ein. Jetzt kommt da alles rein. Johannisbeere, Schafgarbe. Ach, komm hier. Und da haben wir die Sachen schon erledigt. Starke Arznei. Können wir auch noch eine machen. Und hauen uns die auch mal im Rhein. Und dann geht's ab nach Hause. Oh, da ist das Lager aber mal ganz woanders. Das ist ja nervig. Oh, das geht ja gar nicht. Ich zeige dir, wo das ist. Da an dieser Holzfäller-Ecke hier. Mann, Mann, Mann. Das ist ja, das mag ich ja gar nicht, ne? Wenn mein Lager sich von der besten Ecke, die ich hatte, hierhin einfach verlegt. Geht gar nicht. So, dann... Hauen wir mal eben jede Menge Klamotten raus hier. Und dann haben wir auch schon ein bisschen was erledigt, denke ich. So. Den Kadaver, die Haut eines tödlichen Raubtiers. Haben wir erledigt. Achso, wir sollten vielleicht noch was bestellen. Ach, ich muss ausliefern. Aber habe ich da noch Lust zu? So, was müssen wir noch machen? Hirsche häuten. Und fertig. Händler. Lagereintöpfe essen und mittelgroße Tierkadaver. Das kriegen wir hin. Da machen wir ja mal eine Landkarte auf. Ausliefern können wir auch noch machen. Und hier... Das machen wir in der nächsten Folge, denke ich, ne? Dann hauen wir uns jetzt schon mal hier was rein. Einmal. Zweimal. Und den dritten. Den futtern wir einfach in der zweiten Folge. Obwohl. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah! Wir fahren wenigstens eben. Ach komm, was soll's denn hier? Brauchen Sie erstmal was Richtiges. Dann fahren wir eben noch die Ladung Schwarzgebrannten weg. Und dann machen wir vielleicht im zweiten Teil zuerst die Kopfgeldjägernummer. Schade, hier ist nichts. Erstmal Geld verdienen, ne? Ready for another job? We have a batch ready to go. Ja, das klingt gut. I have some ideas. Und $412.50. Good. You have das lohnt. Bon. You are ready to drive, yes? Our clients are a little impatient for sure. We wish to make a good impression. These customers have shown they have some good taste. Their palate is simple, of course. Also wenn er nicht immer so viel erzählen würde, wäre es noch besser, finde ich. Aber gut, es ist wie es ist. That they have chosen well. These will arrive quickly and in one piece. Yes? Ja, wir geben alles. Wo geht's hin?
Ach, ist hier um die Ecke. Also, Kinokamera an. Und los geht's. Unter 5 Minuten müssen wir bleiben. Dann wird das hier schon unsere Straßensperre sein. Das machen wir heute nicht. Wir müssen ja nur unter 5 Minuten bleiben. Es hieß ja nicht 18 Pullen abliefern, oder? Bisschen die Minimap im Auge behalten, nicht, dass die mir folgen. Da habe ich so ein leichtes Trauma. Haben sie mir den ganzen Wagen gesprengt. Da kommen sie. So. So ein bisschen vorsichtiger hier. Da unten ist sogar ein Sammlerstück. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Und richtig Kohle verdient, ne? Dann wollen wir mal. Dann schmeißen wir jetzt noch eine Ladung an. Schade, hier ist auch nichts. Noch fix die nächste Ladung anschmeißen. Das müsste ja noch ein bisschen Rabatt geben. Eine Straßensperre abgeräumt haben. Und dann geht's auch nach Hause. Ja, das war in Ordnung, das stimmt. Ja, für 30 Dollar. Das machen wir jetzt. Das klingt fair hier, oder? Was ist das denn? Bachflamme, auch mal 4 von. Ja, komm hier. Das ist ein fairer Deal. This will be a little out of the ordinary, yes? So, dann gucken wir mal eben. Herausforderung. Also, 4 Stück brauchen wir noch. Naturkundler, das machen wir dann auf jeden Fall. Dann sind es nur noch 3. Ja, bitte nix hier. Sammler. Könnte man auch noch was schaffen. Händler schaffen wir auch noch und dann machen wir vielleicht hier so einen Kopfgeldjäger. Schauen wir mal. I see we have some fresh customer. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss. Den Ginseng hier holen wir uns noch. Das Lager wieder, das ziehe ich nachher noch um. Das tue ich mir nicht an.
Hier zwischen den Bäumen ist eine Katastrophe. Das ist doch wirklich nicht schön hier. Das geht gar nicht. So. Komm mal das Hündchen streicheln. Perfekt. So. Ja dann. Das war der erste Teil am Sonntag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Ja, und dann bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.